Willkommen zurück bei Death Stranding. Eine kurze, knackige Aufnahme. Es ist in der Woche. Ich bin ein bisschen müde, aber dennoch machen wir diese eine Aufnahme. Wir haben Mama auf dem Rücken und ja, haben einen Bosskampf geschafft. Ein Bosskampf, der tatsächlich überraschend kam. Wie wir Mama einfach abladen können, ich finde das ein bisschen gemein. Ja, wir müssen mit Mama einmal quer durch die Spielwelt. Ich habe auch überlegt, wir werden wahrscheinlich einfach durchgehen. Also wir werden wahrscheinlich, ohne jetzt große Nebenaufgaben anzunehmen, einfach zielorientiert versuchen, unser Ziel zu erreichen. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Blöd ist halt nur, dass wir unseren Three-Reader verloren haben. Tausend Likes, vielen, vielen Dank. Na, wo bekommen wir jetzt den Three-Reader her? Dann wär's nochmal zurücklaufen, oder? Ist alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich meine, grundsätzlich ist es gut gelaufen. Ich meine, wir haben den Kampf beim ersten Versuch geschafft. Das ist sicherlich nicht so schlecht, aber dennoch fühle ich mich so, als wäre das nicht ganz so erfolgreich gewesen. Hallo! Willkommen! Willkommen zurück! Nein, ich freue mich mega, aber ich bin ein bisschen angeschlagen, weil wegen früh aufstehen und so weiter und so fort. Gut. Metalle, Arzt, Lake North City, Zeitregenfarm. Aber da vorne ist auch ein Energiedings da. Ich weiß noch nicht, wie wir am besten fahren. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir einen langen Weg vor uns haben. Einen sehr, sehr langen Weg. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt relativ spät. Okay. South North City. Du schaffst das. Ja, aber bestimmt nicht zu Fuß. Speed. Speed. Mama stirbt gleich. Leute. Die kann wohl doch sterben. Mama stirbt gleich. Will ich ihren Zustand wirklich sehen? Kann ich die mit Reparaturspray vielleicht wiederherstellen? Uiui. Also, ich würde mal einfach einen Truck Langstrecke herstellen. Stand da gerade, die Fracht kann da nicht reingemacht werden. Nee, wir brauchen TCK. Wir brauchen ein TCK. So blöd bin ich nicht. So blöd bin ich nicht. So blöd bin ich nicht. So. Recyceln. Metalle. Handfeuerwaffe. Yay. So, jetzt einmal herstellen.
Da haben wir einmal einen Blutbeutel. TCK. Nicht tödliche Sturmgewehr Stufe 2. So. Und noch eine Sache habe ich vergessen tatsächlich. Die Stiefel. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ich gebe mein Bestes. Scan wird geschafft. Eine angenehme Reise. Ich glaube, das ist eigentlich so das Schwierigste bis jetzt, oder? Ich glaube, wir versuchen zur Cosplayerin zu kommen. Da haben wir ja beim Kampf noch relativ Glück gehabt, dass sie nicht gestorben ist, oder? Man kämpft sich halt hier durch, ne? Ich hoffe, dass hier keine GDs sind. Online-Briefkasten zum Verbessern benötigtes Material. Aha. Könnten wir über die Wetterstation gehen, über den Berg? Eine ganz verrückte Idee, die ich gerade habe. Durch Schnee quasi. Aber kein Geländeskelett dabei, ne? Aber in der Wetterstation können wir bestimmt rufen. Das klingt nach einem super Abenteuer.
müssen wir nur über den Krater hier drüber kommen. Bridges. Die Dunkelheit fürchte ich auch. Ich kann nicht mehr schlafen. Geht nicht. Ich merke schon, sie hat so einige Probleme. Mein Pulli sieht komisch aus, ne? Der hat diese komischen Falten. Das tut mir sehr leid. Vielleicht sitzt sie auch ein bisschen zusammengekauert. Wir drehen. Durch. Na Logo. Wie viele Likes haben wir inzwischen? 52.000. Der aktuelle Plan ist, dass wir uns dann da das Geländesquett drucken. Dann damit versuchen, irgendwie den Berg hoch zu laufen. Wird mega spaßig. Ich glaube, das ist fast am besten hier lang zu fahren, oder? Dann dreht doch nicht so, wenn da jemand bei ist. Das ist ja peinlich. So. Ja, wir kommen tatsächlich gut voran. Ich meine, das war mega weit. Medien für die Wetterstation. Die nehme ich doch mit. Finde aber sehr gnädig, dass die auf dem Rücken, dass die auf dem Beifahrersitz sitzen kann. Sam. Lass die Arme da doch nicht liegen. Was ist denn los mit dir? Auf dem Rücken. Verlorene Fracht des Medien. Dann bauen wir jetzt irgendwas hin. Ist denn das jetzt wieder auf dem Rücken und nicht an der Seite? Das verstehe ich wieder nicht.
immer gut durchgekommen. Ohne Regen und so weiter. Also erst Dwelling 2, dann bitte mit Tagnachtwechsel. So. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Und hier aus ist übers Gelände. So. Liefern. Danke, dass du all die Mühen für uns auf dich nimmst, Sam. Du bist echt unglaublich. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich gebe halt immer mein Bestes, ne? Yay, hat sich ja mega gelohnt. Der beliebteste Bote der Welt. Kurier! Kaum ein Bote kann es mit deinem Talent aufnehmen. Rückengelenk erhöht. War doch nur eine blöde Kiste, was ist los? Und pass auf dich auf. Ich gebe mein Bestes. Neuer Auftrag verfügbar. So, dann müssen wir einmal herstellen. Geländeskelett. Gold. Okay Leute, jetzt haben wir einen Weg vor uns, der sicherlich für immer in meiner Erinnerung bleiben wird. Wir werden jetzt einmal hier komplett drüber gehen. Das ist sicherlich der bessere Weg als alles andere. Also einmal außen rumfahren ist sicherlich deutlich anstrengender als einmal über den Berg zu gehen. Auch wenn Mama das sicherlich anders sieht. Oben ist sicherlich nicht umsonst so eine Ladestation. Bestimmt nicht der Erste, der hier hochkraxelt. Aber ist schon ganz schön frech, oder? Also zu sagen, yo, transportiere meine Mama vom einen zum anderen Ende der Map, das ist schon echt krass. Mega steil. Aber guckt mal, das Skelett schafft das tatsächlich. Krass. Also auf jeden Fall Gold wert, was ich meine. So, wegen der Kälte denke ich mal, ist es ganz angebracht, dass wir uns Hologrammgenerator, das machen wir später auch mal. Dass wir die Mütze aufziehen. Uns mal hier ein bisschen bedeckt halten. So, System. Wir. Ne, nicht die Fracht. System bitte. Geht's hier besser? Nein. 17%. Wir speichern, weil es manchmal nicht gut geht. Und machen weiter. Mit der Meinung nach bis jetzt spannendste Aufgabe eigentlich. Wie gehe ich hier jetzt am besten drüber? Wir müssen einfach da Kerzen gerade hoch. Das ist schon geil.
Die sind jetzt keine GDs, oder? Ah, das ist unlucky. Ach nee. Unschön. Gehe ich denn jetzt? Konstruktion abgeschlossen. Ach Mann, das wird schlimm. Laufen wir einfach jetzt hier sturstracks durch und hoffe, dass wir es schaffen. Also die Mules, ach Quatsch, die GDs scheinen alle da zu sein. Das ist ja relativ cool. Schön! Gewehr schon wieder auf unserem Rücken. Hey Sam. Erinnerst du dich an deine Geburt? Ich erinnere mich an die Gebärmutter. Ich war nicht allein. Ich hörte den Herzschlag meiner Mutter, ihren und Lochness. Wir waren siamesische Zwillinge. Vor unserer... Jetzt habe ich einen Text unterbrochen. Das mag ich nicht, wenn sowas passiert. Red doch bitte weiter. Vor unserer Geburt waren wir eins. Dann versuchten sie uns chirurgisch zu trennen. Die Operation war erfolgreich. Wir kannten unsere Gedanken, ohne ein Wort zu sprechen. Ihre Freude war meine. Ihr Schmerz war meine. Wir konnten jede noch so große Entfernung überwinden. Manche mögen es Telepathie nennen. Getrennte Körper. Gemeinsamer Geist. Wir hatten einen Strand. Nur für uns. Gemeinsam. Unser eigenes, privates, chirales Netzwerk, sozusagen. Mit Cupids können wir eins bauen, das allen das gibt, was Lockner und ich haben. Nach meinem Einstieg bei Bridges hatte ich alles klar vor Augen. Ein Netzwerk, das die verstreutesten und unterschiedlichsten Menschen vereinen könnte und vervollständigen würde. Es sollte die Leute nicht auf Linie bringen. Es sollte sie in seinem Schoß zusammenführen, damit sie dort brüderlich teilen könnten. Ich wusste, es könnte die Welt verändern. Mit Amelies Hilfe haben wir den Cupid fertiggestellt. Aber nach dem Angriff und der Geburt
änderte sich alles. Zum ersten Mal in meinem Leben war Lockner nicht da. Aber ich bin nicht mehr allein. Ich spüre sie wieder. Sie ist nah. Ich danke dir, Sam. Danke mir nicht zu früh. Noch sind wir nicht da, also nicht so richtig. Du und ich, Schwester. Ich und du. Tut mir leid, Lockner. Okay, das ging schneller als gedacht. 20, 26 Minuten, das ist doch super. Mollingen, nein. Tut mir leid. So furchtbar leid. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr. Schön, deine Stimme zu hören. Ich hätte dich einweihen sollen. Ich wollte sie retten, konnte aber nicht. Du musst jetzt nichts mehr sagen. Lockne, repariere seinen Cupid. Ich konnte unser Kind nicht retten, aber du kannst unsere Welt retten. Du allein. Ich liebe dich. Hörst du? Für immer und ewig. Jetzt lass die Welt eins werden, okay? So wie wir eins sind. Wir sind wieder vereint. Fähiger Kurier, behalte das Tempo bei, während du zum Rand unserer Welt und wieder zurückspurtest. Kannst mehr Fracht tragen. Was sie durchgemacht hat, ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, sie hätte unser Band absichtlich gelöst. Und wäre mit unserem Kind fortgelaufen. Ich habe deinen Cupid repariert. Der Begrenzer müsste jetzt richtig funktionieren. Eine Sache noch. Bevor ich mit der Arbeit begann,
habe ich mir den Code genau angesehen. Ich bin mir sicher, jemand hat ihn verändert. Entweder das oder mein Gedächtnis lässt nach. Dein Code wurde umgeschrieben. Umgeschrieben ist vielleicht zu viel gesagt. Sagen wir einfach, es war nicht die letzte Version von mir. Und doch, deshalb wurde ich endlich mit Morlingen wieder vereint. Aber vielleicht wissen wir ja bereits, wer es war. Sie starb unter den Trümmern mit unserem Kind im Bauch. Ihr Kar ging über auf die andere Seite, doch ihr Haar verblieb an unserer toten Tochter. Sie wusste das alles, natürlich. Darum ließ sie eine Handschelle locker, um ihre Vitalfunktionen zu verbergen. Leider konnte sie ihre Lieblingserfindung nicht nutzen. Sie tat all das, um mich und unsere Tochter zu schützen. Neuer Strang geknüpft. Mountain North City ist den UCA beigetreten. Interviewdaten wie die Touristen Bridges sehen, GDs und deren Stürze, Lockne und Mullingen. Stabilisator, Rucksackanpassung. Schwester? Ich kann dich hören. Wir sind vereint. Wir sind eins. Wie früher im Mutterleib. Erinnerst du dich? Morlingen. Lockne. Dank dir ist Edgenort City endlich in Reichweite. Und Lockner, deine Arbeit wird helfen, dass das chirale Netzwerk online bleibt. Gemeinsam könnten wir es wirklich nach Westen schaffen. Also Sam, da ist noch etwas, das du wissen musst. Wir haben die Daten deiner angeblichen Begegnung mit den Soldaten untersucht. Da wir nur Ton zur Verfügung hatten, ist unser Bild unvollständig, aber die Sprachen, Namen und Begriffe, die wir hören, und die Munition, die wir bestimmen konnten, alles deutet darauf hin, dass du vor über 100 Jahren auf einem Schlachtfeld gewesen bist. Im Ersten Weltkrieg, um genau zu sein. Es war kein Traum, keine Halluzination. Vielleicht wurdest du in eine andere Dimension befördert oder so. Angesichts der Zeitabweichungen warst du vielleicht an einem Strand. Da sind wir uns nicht sicher. Von einem zum Schlachtfeld gewordenen Strand habe ich allerdings noch nie gehört. Aber Strände werden vom Willen der Menschen geformt, die sie bewohnen. Vielleicht hat Hartman eine rationalere Erklärung parat. Strände sind sein Fachgebiet. Leider reicht das chirale Netzwerk noch nicht bis zu ihm. Egal, ruh dich etwas aus. Noch können wir all die Fragen eh nicht beantworten. Oh Mann, Mama ist echt gestorben. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich meine, wir haben mit Lockne ja die Zwillingsschwester, aber trotzdem.
Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Als hätte ich eine Wahl. Kürbisse sind wie Noahs Asche. Du? Du? Suchst du das? Überraschung! Fragile hat mich hergewarpt. Endlich konnte ich den Strand besuchen. Also, ihren Strand. Keine Angst, ich bin nicht zum Sightseeing hier. Dein geliebtes Bibi hat ein ernstes Problem. Episode 6, Dead Man. Ich habe dir doch erklärt, dass die Inkubatoren Bibis über das chirale Netzwerk mit ihren Todmüttern im HQ verbinden. Bridge Babies sind wortwörtlich Brücken zwischen dieser Welt und der anderen Seite. Ihr Platz ist weder bei uns noch bei den GDs dort drüben. Ihr Platz ist dazwischen. Und sie gehören weder der einen Welt noch der anderen. Aber Bibi 28 hier zeigt eine immer größer werdende Neigung zur Welt der Lebenden. Zu dir, Sam. Naja, wir sind Partner. Partner? Sam, ein Bibi ist ein Werkzeug und kein Mensch. Brücke, ja. Baby, nein. Dann sag mir, was das Problem ist. Dieses Werkzeug, diese Waffe, verwandelt sich in ein Lebewesen. Es nimmt zu. Seine Hirnaktivität steigt an. Es sammelt Erinnerungen. Bibi 28 entwickelt ein Bewusstsein. Es wird zu einem richtigen Kind. Das klingt mir nicht nach einem Problem. Es ist ein Werkzeug, Sam. Hergestellt für einen bestimmten Zweck. Einen Zweck, den es ohne Kapsel nicht erfüllen kann. Das Risiko eines Totalausfalls liegt bei 70%, wenn man die Kapsel entfernt. Was praktisch egal ist, weil es an diesem Punkt innerhalb weniger Tage nicht mehr funktioniert. Nicht mehr funktioniert? Ganz genau. Nicht mal die Kapsel wird es retten. Es geht kaputt. Was können wir tun? Wir setzen es zurück. Und deshalb musst du es bei mir lassen. Ich trenne die Verbindung zwischen euch und führe dann eine Operation durch, die es mit der anderen Seite verbindet. Es ist wie ein kleiner Schubs in die richtige Richtung. Damit es wieder seinen Platz einnimmt zwischen den Welten der Lebenden und der Toten. Aber wie ich sagte, musst du eine Weile ohne es auskommen. Wird das funktionieren? Na klar. Nur eine Sache. Die OP könnte sein Gedächtnis löschen. Löschen? Lou wird mich vergessen. Ganz ruhig. Das Bibi wird weiterhin gut funktionieren. Du musst mir vertrauen. Na los. Ich sagte doch, es ist kein Problem. Wir drücken Reset und starten. Und deshalb hasse ich diese Teile. Sam. Von meiner Reise durch den Strand war ich schon schmutzig. Aber jetzt hat dein Bibi dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Ich will nicht, dass er das Gedächtnis verliert. Ich will das nicht. Stop it. Wie süß.
alles okay? Hey, Baby. Wollen das? Und hat uns jetzt die Handschellen abgenommen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Warum hat er sich jetzt da reingestellt? Uns keiner. Wir sind unter uns. Keinerlei Tonaufnahmen. Keine Videos für Lippenleseranalysen. Komm näher. Bei Hartmann darf hiervon nichts wissen. Verstanden? Ich habe mir die ersten BB-Experimente näher angeschaut. Offiziell wurden sie von der Regierung ausgesetzt, nachdem ein Leeresturz den damals amtierenden Präsidenten getötet hatte. Dokumente wurden vernichtet, die BB-Technologie verboten. Aber offensichtlich gingen die Experimente im Geheimen weiter. Auf direkten Befehl von Präsidentin Strand. Richard. Die BBs waren unabdingbar, um das Rätsel des gestrandeten Todes zu lösen. Oh, sie hatte Großes mit ihnen vor. Sie sollten nicht bloß GDs entdecken. Sie wollte sie ins chirale Netzwerk einbetten, um Reisen zum Strand zu erleichtern. Aber keiner ihrer Pläne wurde je verwirklicht. Und jetzt ist die BB-Technologie in Terroristenhänden. Was hat der Hartmann damit zu tun? Ich habe Angst vor der Antwort. Ich weiß nicht, wie lange er für Strand gearbeitet hat. Ich kenne nicht mal seinen echten Namen oder sein Gesicht. Aber du vielleicht, weil ihr euch schon länger kennt. Nein, er trug die Maske von Anfang an. Irgendwas mit Gesichtsverbrennung. Klar, tut mir leid. Alle Daten von damals haben die allerhöchste Geheimhaltungsstufe. Soweit ich weiß, kann nur der Direktor auf sie zugreifen. Aber das chirale Netzwerk bietet neue Möglichkeiten. Indem wir fragmentierte und frei zugängliche Daten aus dem ganzen Land zusammenführen. So kann ich des Rätsels Lösung vielleicht etwas näher kommen. Sei vorsichtig, Sam. Sie beobachten uns. Also, Sam, du bist ein ganzer Kerl. Kompliment. Aber so spart man sich wenigstens das Wäschewaschen. Reparier einfach, Bibi, okay? Oh nein, du reparierst es. Ohne dich würde ich es nie schaffen. Die Einzelheiten erfährst du oben am Lieferterminal. Sobald du bereit bist. Oh je. Neue Aufgaben, neue Probleme. Oh je, oh je. Das ist eine neue Figur. Oh mein Gott, hier haben wir Bier und kein Monster Energy mehr. Wir lesen noch ein paar Mails. Und die Aufgabe rund um BB gibt es dann beim nächsten Mal. Dass Die Hardman böse ist, habe ich ja schon früher vermutet. Lieber Sam Bridges, wie oft war das jetzt? Ich habe den Überblick verloren, aber ich sage dir, ich habe so viele Kürbisse, dass ich gar nicht weiß, wohin damit. Blablabla, erinnerst du dich an die Geschichte von Noahs Arche? Ich wette, du wusstest nicht. Du siehst also, Kürbisse können die Welt retten. Geh mir nicht auf den Sack. Kannst du es nie sein lassen? Du hast wohl einen masochistischer
Eine masochistische Ader. Da lass mich doch etwas weiter langweilen. Von Drohnensystem und Lieferabhängigkeit habe ich dir bereits erzählt, richtig? Eine interessante kleine Theorie nimmt an, dass beide Reaktionen auf oder vielleicht eher gegen die Möglichkeit der Singularität waren. Die Menschen wollten nicht aufhören, Mensch zu sein. Und der gestrandete Tod war der letzte verzweifelte Versuch der Menschheit, ihr Selbstgefühl zu erhalten. Wir haben ihn irgendwie ausgelöst, weil wir den Gedanken nicht ertragen konnten, unsere Identität zu verlieren. Ergibt irgendwie Sinn, oder? Menschen haben Strände, Menschen werden zu GDs, Menschen verursachen Leerestürze. Es fällt auf uns zurück. Wir sterben, klar, aber wenigstens treten wir mit einem großen Knall ab und nicht mit einem Wimmern. Wo liegen die Grenzen? Das frage ich mich wirklich. Ich sagte, ich würde ungern sterben, als GD zurückkommen und für Ärger sorgen. Wäre besser, vom Fleisch befreit zu sein, oder Sam? Ja, natürlich ist ein stilles Baby nicht unbedingt etwas Gutes. Das könnte mich darauf bedeuten, dass das kleine... Ja, der immer mit seinem... Nein, das kleine, dem Kleinen geht's gut, wenn ich gerade Die Hardman es umbringen will. Musikplayer. Wird immer mehr. Schön. Toll, wir haben Bibi nicht mehr. Das ist ungünstig für den Fall, dass GDs kommen. Außer die Aufgabe hat jetzt was mit GDs zu tun. Das wäre natürlich dann machbar. Wie geil der runtergeguckt hat. Geil. Extra gemacht, ey. So unnötig viel Arbeit, ey. Bibi! So, beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Es wird richtig spannend. Was ist mit Bibi los? Und vor allen Dingen, können wir das Kleine retten? Das ist eine gute Frage. Wir müssen noch hier die Gebiete, die drei Lückengebiete noch ins Netzwerk holen. Wenn ich nicht weiß, wo hier jemand sein soll. Wir gucken mal. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal, Bibi und so weiter und so fort. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao. Aber übrigens mal eine kurze Aufnahme. Aber wie gesagt, es ist in der Woche schon lustig, ne? Statt einer 2,5 Stunden Aufnahme, jetzt mal eine 50 Minuten Aufnahme. Aber mit viel Story, ne? Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.